Recht herzlich willkommen zur 163. Folge von Towns. Ja, da sind wir wieder drinnen im Spiel und ja, wir wollten hier unten, glaube ich, weitermachen bei den Zombies. Und gucken, dass wir die irgendwie hinkriegen. Jetzt bewegt sich hier nichts mehr. So, jetzt geht's. Ja, die wollten wir da rauslocken, hier rein in diese zwei Räume und dann gucken, dass wir den einen oder anderen da mal kaputt kriegen, ne? Unlock Floodgate. Gucken wir, dass da einer mal durchgeht wieder. Steht ja gerade einer davor so ziemlich. Ja, toll. Machen wir Lock Floodgate, weil gerade das Spiel in der Pause ist, weil irgendwo ein Angriff reinkommt. Vier Spinnen, die sind jetzt nicht so der Bringer. Hier war das. Jetzt müssen wir nochmal Unlock machen. Reinlaufen, dann klappt das. Gut, jetzt haben wir ihn. Ja, ich glaube, jetzt ist er auch dran, ne? Genau. Zombie. Gesund. Verletzt. Hauptsächlich verwundet oder so. Und tot. So, Unlock Floodgate und Open Floodgate. Okay. Gucken, ob die da noch wieder reingehen. Wieder einen bekommen. Ja, der läuft schon ganz gut da. Kommt schon. Ja, traut euch da jetzt mal rein. Super, oder? Ja, der eine geht wieder weg. Aber der andere, der muss nach hier gehen. Ah, schade, hat nicht geklappt. Okay. Da ist da einer runtergekommen unter Dingens, ne? Die Klamotten holen wollen. Nee, du gehst da nicht rein. Dann bist du nämlich tot. Close and lock Floodgate. Okay, komm schon. Geht da einer durch? Ja, noch ein Stück weiter, bitte. So, einer ist drin. Ich würde auch den zweiten noch gerne mitnehmen, wenn es geht. Ah, shit. Gut, dann auf ein neues. Aber, ja. Da wollten wir wohl zu viel, ne? Sonst werden hier unten auch keine Türen gebracht. Das wäre nämlich auch noch ganz schön, wenn das klappen würde. So, der läuft jetzt gleich durch, dann ist alles gut. Nee, doch nicht. Wo ich schon drüber nachgedacht habe, wenn die beiden jetzt da irgendwie schlafen gehen wollen und den kürzeren Weg durch den Friedhof suchen, das wäre natürlich krass, ne? Nee, der geht da hinten rum, alles gut. Da kommt noch einer. Aber ist auch eine Wache. So, jetzt ist einer in der Tür wieder. Und... eine Wache. Eine Wache. Keine Wache. Jo, gut. Das läuft relativ schlecht hier. Dann lassen wir das mal, denke ich. Das bringt uns dann auch nicht wirklich weiter, ne? Tja.
Man wüsste, dass das irgendwie, ja, hier wird nichts abgebaut, nichts läuft gerade hier unten ganz schlecht. Na, lass uns oben weiter gucken. Die werden auch nicht abgebaut, das läuft genauso schlecht. Ja, Essen, wie sieht's da aus? Bestimmt voll aus, ne? 7, 13, 14, 2 Kuchen hier. 4 Kaktusfrüchte, ja, 2 Bananen. Ein bisschen was läuft, aber eigentlich eher nicht so das, was ich mir vorstelle. Gut, was macht's hier insgesamt? Ja, hier wird auch nicht abgebaut. Ist keiner in der Gruppe oder wie sieht das aus? Die sind komplett ausgerüstet und dann Holzfäller Plus, Träger, Bergmann. Oh, jetzt muss ich niesen. Entschuldigung. Bergmann, nicht Bergmann, Bergmann heißen die ja. Dann gibt's da die beiden. Warte mal, dann gehen wir nochmal da hin und der gibt's auch nochmal einen Bergmann. So, passt. Dann haben wir da drei, dann sollte vielleicht wieder was gehen. Weiß jetzt nicht, wo der gerade pick, pick, pick gemacht hat, ne? Irgendwo war das, aber wo? Vielleicht sogar hier? Nee, oder? Nee. Da war das nicht. Lager sind leer, daneben liegen sie noch, auch interessant. Ja, der Steinweg aus dem Keller hier hochgepflastert. Irgendwann haben sie dann Hunger gekriegt und den Stein fallen lassen, oder wie sehe ich das? Sie holen noch aus dem Keller was raus, oder? Da kommt noch eine blaue Kugel hoch. Da wird wer. Waffen rausgemacht oder Rüstung, ne? Kann das sein? Ja, sieht ganz danach aus. Gut. Da ist ein Bogen drin. Da nix. Kurzschwerter aus Eisen. Eisenschuhe. Spider-Red Boots. Wie sieht es hier oben aus? Löcher stopfen. Da muss, glaube ich, offen bleiben und das muss zu werden. Das ist auch noch alles ausgewählt. Hier sieht das genauso aus. Ja. Ja, läuft da, ne? Würde ich sagen. Gut. Machen können sie, ne? Das ist klar. So, jetzt unten wieder gucken. Pause, Spiel in Pause. Neuer Angriff. Oh, da kommen jetzt diesmal mehr. Ein Zyklop ist da auch schon bei. Oder mehrere sogar. Ein Direwolf Alpha auch. Okay, das sind dann ein paar Gegner mehr. Wir haben 53. Happiness ist gerade frisch auf 80. Würde bedeuten, es kommen gleich welche dazu. Wenn die natürlich gerade kommen, während die anderen angreifen, könnte das für gefährlich für die sein, ne? Hier sind die Zyklopen, ne? Ja. Ist noch. Na, wann marschieren wir denn jetzt hier? Jetzt geht's los. Da bewegen sie sich voran. Jetzt sind 4 neue Leute gekommen. Zack, 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 zack. Frage, wo sie herkommen. Hier gibt es Hauerei. Es sind aber sehr viele Leute von uns da, die das abwenden werden, denke ich. 57 ist noch positiv am Laufen.
weiß nicht, von wo die neuen Leute kommen. Das ist schon eine neue Person da. Kann so sein, ne? Ja, die ist dann da wahrscheinlich gestorben, oder? Nee, noch nicht mal. Eine ist auf jeden Fall weg. Aber es war niemand von hier. Ja, gut. Die wahrscheinlich, ja, da liegt wahrscheinlich diese Person, die da gestorben ist. Ja, weiß nicht, ob sie dann alle weg sind. Ich gehe von aus, ja. Da geht nichts. Hier. Da stehen zwei vor der Tür. Dann sollen wir die mal gerade anloggen. Erste ist durch. Der ist auch weit reingelaufen. Kommt der zweite, geht weg. Dann machen wir sie zu. Und dann müssen wir mal gerade hier einen Punkt setzen, dass die auch da lang laufen, ne? Okay, dann remove und add. Ja. Jetzt laufen sie alle weg. Niemand schiebt Wache. Doch, da kommt einer. Okay. Bis dahin und zurück. Ja, den Punkt dahin. Und jetzt denke ich, könnte er ihn sehen und angreifen. Nicht wirklich. Okay, läuft er nochmal weg. Aber beim nächsten Mal hat er dann. Würde ich sagen, ne? Sind sie zu zweit und wird angegriffen. Super. Zwei. Sollte funktionieren. Gut. Ja. Den wieder wegmachen besser. Ja, wenn hier jetzt die Türen mal kommen würden, ne? Würde das funktionieren, aber Tisch, Türen, Tür und dahin und dahin. Aber ob sie es machen, weiß ich nicht. Da steht auf jeden Fall wieder einer vor der Tür. Na, jetzt ist er weggelaufen. Läuft. Ist aber keiner in der Nähe. Können wir wieder zumachen und hier mal aufmachen, weil da ist einer in der Nähe. Oder auch zwei in der Nähe. Ja, da wäre beinahe wieder einer durchgelaufen. Aber das wird wahrscheinlich auch gar nicht weniger drin irgendwie, ne? Das ist unser Problem. Wenn man das hinkriegen würde, ne? Und dann, dass die nicht da so alle auf einmal nehmen, ne? Dann wäre das schon cool. Ja. Sieben Heroes, die machen da unten natürlich auch nichts. Ja, was ist? Mal
mal gucken, dass da mal hier einer durchläuft, aber das dauert zu lange alles. Ja, da ist nicht wirklich jetzt gerade was zu machen, oder? Komm, lauf da jetzt durch, einer. Ein Schritt vor und zwei zurück, oder? So, gucken, wer da kommt. Ja. Die ist dann fraglich, ob die das schafft. Nee, wahrscheinlich nicht. Die stirbt dann jetzt auch. Das wird zu spät sein dafür, oder? Ja. Da habe ich geschlafen, das hätte ich natürlich besser machen können. Zombie, der ist ganz schön robust, wa? Ja. Wie schaut's hier aus? Die muss ich noch ausrüsten, die Person. Die anderen sind aber schon soweit. Bergmann ist das gewesen wahrscheinlich. Kommt da zwei noch rein. 21, 4, 22, 6 und ein Träger nur noch. Na ja, komm dann. Quack. Da muss der Träger dann eingestellt werden. Wirklich nur ein Träger in der Gruppe, tatsächlich. Gut. Remove Patrol Point. Haben wir gemacht. Ja, gut, okay. Das würde jetzt bedeuten, da müssen wir uns einen neuen Schlachtplan ausdenken. Das, was wir jetzt hier vorhaben, funktioniert nicht. Schon gar nicht, wenn diese Türen da nicht da sind. Weil ich würde dann die Türen aufmachen, warten, dass da einige reinlaufen. Und wenn da 5, 6 drin sind, dann würde ich die Tür wieder zumachen. Aber momentan wird hier nichts gemacht. Das ist das Problem, ne? Höchstens, ich würde hier zumachen und dann die beiden Türen auflassen. Und dann die Wachen da entweder nur da drinnen patrouillieren lassen. Oder aber erst raus und dann warten, bis die da reinlaufen. Hier ist auch noch sogar ein Vorraum, ne? Der hat schon funktioniert. Ja, gut, okay. Aber da würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.